Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man X7. Wir gehen weiter in den Kamezin-Palast. Untersuche diesen Giganten. Bestimme das Gefahrenpotenzial und zerstöre ihn. Na gut. Machen wir dann. Auf geht's. Ja. Ist das schön? Zweidimensionales Gameplay. Und viel zu viele Fledermäuse. Geht weg. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gleich mich irgendwie ducken. Kommt da irgendwas Großes gleich? Fetter Felsen, der mich überrollen möchte. Oh. Als ob ich es geahnt hätte. Na gut, dann roll mal über mich hinweg. Ah. Das kam mir sehr, sehr knapp vor. Haut ab! Oh, haut ab, sag ich! Geduckt bleiben, kein Quatsch machen, geduckt bleiben, okay. Ah, da ist der Felsen wieder, toll. Geduckt bleiben, bloß kein Quatsch machen, geduckt bleiben, okay. Ich glaube, ich muss mal noch so zwischendurch so ein Resümee raushauen. Ein erneutes. Jetzt, wo ich mich doch langsam aber sicher an Mega Man X7 gewöhnt habe. Wenn man einmal mit diesem. Mit dem Gameplay klarkommt, dann geht das Spiel sogar. Es hat so ein paar Dinge, die mir einfach gar nicht gefallen, wie gewisse Stages, aber die habe ich, glaube ich, in jedem Spiel. Zumal hier in diesem Spiel nicht gefoltert wurde mit. Mit einer Eis-Stage oder einer Wasser-Stage oder so. Oh Gott, ich werd nur gefoltert mit irgendwelchen Glitches. Und Fledermäusen. Ich komme an diesen blöden Fledermäusen nicht vorbei. Und höher als hier komme ich nicht. Dann gleite ich mal einfach davon. Ich wollte jetzt hoch. Ist das verboten? Gut, dann halt nicht. Oh, wir sind zu dritt. Red! Ach, Mavericks und noch Level dazwischen? Cool, auf geht's. Oh klar, klar kann er sich duplizieren. Ah, ich habe hier, oh, ich habe hier freies Kameramovement. Oh oh. Hoppla. Ja, die Boss-Stage ist aber auch sehr sympathisch mit dem ganzen
Sachen hier. Abgründe, Tornados. Boss, der sich duplizieren kann. Ich hätte ja mit Zero überhaupt keine Chance. Aua. Gut, ich bin auch ein bisschen zu langsam zum Ausweichen. Ja, jetzt muss ich mich gerade mit der linken Hand kratzen, deswegen konnte ich gerade überhaupt nicht ausweichen. Oh. Ja, Axel, warum? Warum hast du jetzt gar nichts gemacht? Aber gar kein Problem, wir haben nämlich seine Schwäche dabei. Die ist nämlich angeblich Explosion. Mal gucken, ob ich damit überhaupt was reißen kann. Ich bin immer wieder begeistert, wie fett die Schwächen der Boss hier funktionieren. Nämlich gar nicht. Na gut, muss ja auch nicht. Komm, Ex, mach mal den Rest. Du kannst das. Ist das eigentlich die gleiche Waffe? Nee. Du hast deine eigene Energieleiste für die Waffe. Schön. Jetzt wähl die aber auch aus. Wow, diese Range. Ja, danke für die geile Kamera. Ja, das wird ja wohl nichts. Ja, gut, das war vorauszusehen. Schön. Schön, dass der Treffer nicht saß. Oh. Ja, ich habe versehentlich meinen Giga-Attack gemacht. Toll. Weil ich die Kamera drehen wollte. Herrlich. Oh, shit. Nein. Oh, ja. Ein Bosskampf mit mehr Boden unter den Füßen. Das wäre toll. Aber wir sind ja nicht bei hier Wünsch dir was, ne? Ganz offensichtlich nicht. Sehr gut, Ex. Das große Problem ist einfach, dass jeder Charakter so einen gewissen Unterschied in der Steuerung hat. Axel zum Beispiel löst sein Schweben aus, indem ich nach dem Sprung die Sprungtaste gedrückt halte. Einmal losgelassen und ich kann das Schweben bei ihm nicht aktivieren. Bei Ex hingegen muss ich nochmal die Sprungtaste drücken. Und das verwirrt. Achso, ja, und dashen darf ich bei keinem von beiden. Da funktioniert nämlich gar nichts. Wenn ich die ganze Zeit nur horizontal machen würde, kann ich ständig rüberhüpfen. Oh nein, das spawnt ja direkt auf dem Feld, auf dem ich stehe. Ist das fair? Nein, ist es nicht. Natürlich die ganze Zeit so einen diagonalen Sprung zur Seite. Oh, spawn doch woanders, du Arschkeks, Krampen, blöd. Pisser. Sehr gut, was mache ich denn jetzt? Excel. Ah, Mann. Dreidimensionale Spiele machen mich fertig. Nein. Oh. Warum muss eigentlich eine Attacke auf den gleichen Tasten drauf sein wie die Kamera? Oh.
Oh, der nervt mich. Das könnte so ein schöner Fight sein. Nee, ich stürze da lieber freiwillig ab. Ja. Lass mich die gleiche Stufe nochmal spielen, bitte. Ja, toll, super, es lief eigentlich so toll, aber nein. Verdammte 3D-Sprung-Kack-Mist. Ich hab schon wieder... Das ist auch ein bisschen... Tatsächlich sehr wenig, beziehungsweise zu viel Toleranz beim Hintereinanderdrücken von L1 und L1 und R1, der beiden Schultertasten. Also ich darf da tatsächlich, weiß nicht, gefühlt eine halbe Sekunde Pause zwischen den beiden drücken lassen. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit der Attacke von, also der Benutzung von dem Giga-Attack nur vergrößert. Hat der Satz jetzt gerade Sinn ergeben? Ich bin gerade so auf diesen Kampf fokussiert, dass ich irgendwelche Einbußen in meinem Sprachzentrum habe. Ich meine, die habe ich grundsätzlich, aber... Verpiss dich! Achso, das ist ja angeblich seine Schwäche. Ja! Ich schmeiß gleich meinen Controller aus dem Fenster. Oh, Kanten sind mein größter Feind in diesem Spiel. Jetzt schon nervös, weil ich könnte es schaffen, aber ich könnte noch mal den Löffel abgeben. So kurz vor Schluss. Was mir nebenbei bemerkt, sehr ähnlich sähe. Da hinten? Warum kämpfen wir denn da hinten? Komm zurück, du Feigling! Nein, ich habe schon wieder meinen Giga-Attack benutzt. Und Red damit gerade getötet. Facepalm. Facepalm. You've really grown up, Axel. You hear that? This place is done for. I set it to self-destruct. In case of an emergency. No! Red, you're coming with us! Come on! You can still make it! Stop it! Hurry up, or we'll be buried here too. Axel, he's right. It's my time. Let me go first. You're still young. No need to rush. Ready? Ready? Ready for what? Oh oh. Mir schwant Übles. Ist es das Maverick Rematch? Ready? Nein, ist es noch nicht. Okay. Ja, ganz toll. Das hier mit dem Laser. Sehr sympathisch. Ich muss da unten lang, ne? Wow. Na, muss ich durch den Laser? Geil. Ein Traum. Gibt's doch nicht. Gibt's überhaupt eine Plattform, die irgendwo mal ein bisschen safe ist, wo ich mich mal erholen kann?
Ja, vor allen Dingen, da feuert dieses blöde Ding die ganze Zeit, Feuer auf mich. Und ich habe keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Ja, ich komme hier nicht hoch. Wow. Boah, was mache ich ohne Gleitrüstung an dieser Stelle? Warum korrigiert sich die Kamera in irgendeinem blöden Winkel? Ach, ich kann da nicht übergleiten, kann ich. Okay. Ah, wir haben das. Das ist ja gar kein Problem hier. Au! Was ist das für eine Kackaktion? Auch sehr sympathisch, dieses Ende. Oh, ja. Genau das wollte ich. Aber sowas von ready. I was born ready. Bitte in die Schlucht, danke. Schon wieder mein Giga-Attack benutzt. Ich wollte nämlich die Kamera gerade in die andere Richtung drehen. Oh. Verdammte Scheiße. Kennt ihr das Problem mit unsichtbaren Mauern? So hier zum Beispiel ist so eine. Weswegen ich hier nicht abstürzen kann. Aber wenn an einer Stelle eine Mauer ist, die man nicht erwartet, und im nächsten Moment verschwindet diese Mauer, naja, das Resultat ist, dass ich einfach in die Schlucht falle. Ich will ja bloß hier raus aus diesem Abschnitt. Bitte. War jetzt auch nicht schwierig. Ich habe mich nur blöd angestellt. Trotzdem war blöd. Ex, warum hast du jetzt nicht gefeuert? Die halten aber auch unnötig viel auf. Aus. Beides. Irgendwas Schönes? Nee, ne? Nur eine Plattform aus Symmetriegründen. Gut. Völlig einleuchtend. Schön, was erwartet mich jetzt? Hallo. Guten Tag. Muss ich die denn alle kaputt machen? Kann ich die einfach ganz blöd durchlaufen? Oh, der hat Stacheln am Heck. Können diese Fledermäuse wenigstens Energie droppen? Gut, dann springe ich halt nicht auf dein Gesicht. Warum auch? Excel, mach du mal weiter hier. Warum? In dem Level von dem, hier in dem Waldlevel, da konnte ich auf diese Gesichter drauf gepünden. Hier nicht. Ja, nicht wenn der sich umdreht, dann sowieso nicht. Der ist auch nicht solid. Ah! Geh raus aus den Stacheln, du Wahnsinniger! Aber wie komme ich dann da sinnvoll durch dann jetzt?
Nur so. Ich weiß sonst nicht wie. Ich will auch nicht zu viel drüber nachdenken, weil die gehen nicht kaputt. Nö, keine Ahnung. Und ich bin auf der anderen Seite. Genau das wollte ich. Wollte ich tatsächlich, aber ich verstehe das nicht. Ha! Schade um die Energiekugel, also richtig schade. Ach, auf euch darf ich drauf. Klar, ihr habt ja auch keine Stacheln. Auf dem Rücken! Ist dieses Level eigentlich mal vorbei? Ready? Ich habe jetzt Angst. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, schön. Ich habe meinen Maverick Rematch. Auf geht's. Solange ich nicht alle nochmal machen muss, wenn ich Game Over bin, ist das völlig in Ordnung für mich.